Genau. Danke, Jesus, wir danken dir. Wir loben dich, Herr. Preisen dich, Jesus. Wir danken dir, dass jetzt dein Wort zu uns kommt. Wir lieben dich, Herr. Danken dir für jeden, der sein Herz jetzt öffnet für dich und deine Botschaft. Amen. Heute geht es um Einheit. Das Thema Einheit ist ein schönes Thema. Halleluja. Das Kapitel über die Einheit findet sich wo im Johannesevangelium? Genau. Johannes 17. Alle, die jetzt irgendwie verlegen geworden wären, sollten sich beim Weidenmäher dahinter klemmen. Johannes 17. Ja. In Johannes 14 bis 16, in den Kapiteln davor, da wird uns berichtet, was der Herr in der letzten Nacht, die er auf der Erde verbrachte, zu seinen Jüngern gesagt hat. Im Anschluss an seine wunderbare Botschaft hat er dem Vater ein noch wunderbares Gebet dargebracht. Dieses Gebet in Johannes 17 ist sehr inhaltsschwer, sehr wunderbar. Und es geht weit über unser Verständnis hinaus. Ich glaube, wir können ein ganzes Leben lang nicht ergründen, was in diesem wunderbaren Kapitel Jesus gesagt hat, angedeutet hat. Aber wir können definitiv tiefer eintauchen. Und das wollen wir machen. Selbst den zentralen Gedanken von diesem Gebet zu erfassen, ist gar nicht so einfach. Zuallererst muss uns auffallen, dass der Herr in diesem Gebet nicht für im Verhältnis geringfügige Anliegen gebetet. Er hat also nicht gebetet für die Kranken und die Errettung von Nichtgläubigen. Willst du sagen, die Errettung von Nichtgläubigen, ein geringfügiges Anliegen? Die Heilung von Kranken, ein geringfügiges Anliegen? Michael, das ist doch das Höchste, was ein normaler Christ sich schon vorstellen kann, dass er krank gesund wird, oder? Dass er verlorener zum Glauben kommt, einer, der praktisch das größte Wunder auf Erden erlebt, wie das der Moody mal sagt, die neue Geburt. Und du nennst das geringfügige Anliegen. Weißt du, es ist immer eine Frage des Verhältnisses. Zu dem, worum es dem Herrn hier geht, ist selbst das untergeordnet. Und schon gar nicht hat er um einen Parkplatz gebetet. Das wäre noch unendlich viel geringfügiger. Schon gar nicht hat er um eine Gehaltserhöhung gebetet. Ja. Er hat für etwas gebetet, was ganz tief im Herzen Gottes drin ist. Und er begann mit folgenden Worten zu sprechen. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Johannes 17, Vers 1. Und die Frage ist, was bedeutet es, dass der Vater den Sohn verherrlichen soll? Das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Was meint Jesus damit, Vater, verherrliche den Sohn, verherrliche mich, damit ich dich verherrliche? Wie können der Vater und der Sohn verherrlicht werden? Zuallererst müssen wir verstehen, was Herrlichkeit ist. Herrlichkeit ist Gott zum Ausdruck gebracht. Ja, das müssen wir verstehen. Herrlichkeit, nochmal, ist Gott zum Ausdruck gebracht. Wenn etwas, was vorher verborgen war, auf einmal hervorstrahlt, dann ist das Verherrlichung. Das passierte am Hohen Berg, als Jesus mit seinen Jüngern war, als die Herrlichkeit hervorleuchtete, da ist Gott in Jesus zum Ausdruck gebracht worden. Darum schreibt der Johannes, und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben Gott zum Ausdruck gebracht erlebt. Okay, so weit, so gut. Wir können uns das veranschaulichen mit dem Beispiel von Elektrizität. Die Elektrizität ist immer da. Wir können den Elektrikermeister, den Profi fragen, den Hans. Die Elektrizität ist immer da. Aber zum Ausdruck gebracht wird sie, wenn der Strom zum Fließen kommt, nämlich in diesen Lampen, wenn diese Lampen angeschaltet werden. Der Strom ist sonst auch schon da. Gott ist auch schon verborgen vorher da. Die Elektrizität ist verborgen schon die ganze Zeit da.
Aber wenn der Schalter umgelegt wird, fängt der Strom an, die Elektrizität an, zu fließen im Strom. Vorher ist die Elektrizität da, jetzt fängt der Strom an zu fließen. Und jetzt wird die Elektrizität zum Ausdruck gebracht. Das Brennen des Lichts, das Brennen und Leuchten der Lampen ist die Herrlichkeit der Elektrizität. Okay? Das Brennen dieser Lampen ist die Herrlichkeit der Elektrizität. Warum? Weil die Elektrizität durch das eingeschaltete Licht hervorstrahlt, zum Ausdruck gebracht wird. Wir sehen also, das Sichtbarwerden der Elektrizität ist die Verherrlichung der Elektrizität. Wenn Gott sichtbar wird, wenn Gott zum Ausdruck kommt, dann wird er verherrlicht. Wenn er verborgen bleibt, ist er nicht verherrlicht. Gott ist an und für sich erstmal verborgen. Er ist unsichtbar, wie wir wissen. Darum glauben viele nicht an ihn, weil er unsichtbar ist. Aber immer, wenn Gott zum Ausdruck kommt, wird er verherrlicht. Und er will sich verherrlichen. Er will zum Ausdruck kommen, und zwar nicht zuletzt auch in dir und in mir. Das heißt, wenn wir Gott zum Ausdruck bringen, wenn wir so leben, dass wir Gott repräsentieren, dann verherrlichen wir Gott. Wenn wir U-Boot-Christen sind, wenn wir, ach wie gut, dass niemand weiß, dass auch ich ein Christ bin. Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Christenmädchen heiße. Ja? Wenn wir so leben, kannst du dir vorstellen, wenn Gott nicht verherrlicht, wird er nicht zum Ausdruck gebracht, wird er nicht sichtbar. Die einzige Bibel, die meisten Menschen da draußen lesen, bist du, ist dein Leben. Das ist die einzige Bibel, die Menschen um dich herum lesen. Eine andere lesen sie nicht. Also wenn du ihn zum Ausdruck bringst, wenn sie Christus lesen in deinem Leben, in deinem Gesicht, deinen Augen, deinen Worten, oder auch was du nicht sagst, was du nicht tust, wenn sie da Christus lesen, wird Christus verherrlicht, durch dich zum Ausdruck gebracht. Okay, bin ein bisschen abgeschweift, aber zurück zum Alten Testament. Am Beispiel der Stiftshütte in der Wüste, da lesen wir, dass die Stiftshütte damals bei Mose mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt wurde. 2. Mose 40, Verse 34 und 35. Die Kinder Israels sahen eine die Stiftshütte überschattende Wolke. Die Herrlichkeit, durch die Herrlichkeitswolke, ließ alle sehen, dass Gott da war. Gott war schon vorher da, aber durch die Wolke, durch die Herrlichkeitswolke, war er zum Ausdruck gebracht, war eine Verherrlichung Gottes entstanden. Das geschah ein zweites Mal später, Jahrhunderte später, als der Tempel fertiggestellt wurde. Da heißt es in 1. Könige 8, 10 bis 11, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht mehr stehen zu bleiben, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Was war das für eine Wolke? Das war die Herrlichkeitswolke. Das war die Manifestation, die zum Ausdruck kommen von dem verborgenen Gott. Das war die Herrlichkeit, die da war. Wie eine helle Glühbirne darauf hinweist, dass Elektrizität da ist. Verstehst du, wenn alles dunkel ist, könnte es auch sein, dass der Raum gar keine Lampe hat, dass gar keine Elektrizität da ist. Aber wenn die Lampe brennt, wenn der Strom fließt, besteht kein Zweifel, Elektrizität ist vorhanden. Wenn du die Herrlichkeitswolke siehst, kein Zweifel, Gott ist da. Wenn die Menschen Gott in dir ablesen, dann gibt es keinen Zweifel, es gibt einen Gott in Österreich oder in Deutschland oder wo auch immer du bist. Das heißt, wo immer die Herrlichkeit da ist, wo immer der Ausdruck da ist von Gott, da ist auch Gott da. Weil es könnte keinen Ausdruck geben von Gott, wenn er nicht da wäre. Es könnte keinen Ausdruck der Elektrizität geben, wenn gar keine Leitung gelegt wäre, oder? Genau. Aber wenn die Lampe brennt, wenn ein Ausdruck von Elektrizität, eine Herrlichkeit von Elektrizität da ist, dann muss es auch Elektrizität geben. Wenn ein Ausdruck von Gott da ist, ein Ausdruck vom Strom Gottes da ist, dann muss auch Gott da sein. Wow! Als der Herr Jesus Mensch wurde, da kam seine Herrlichkeit mitgereist. Im Reisegepäck hatte er die Herrlichkeit dabei. Wenn du auf Urlaub gehst und eincheckst, was haben denn Sim-Koffer? Und Jesus kam, intergalaktisch kam er runter. Und zwar nicht wie der Terminator, der irgendwie nackert, runtergefallen ist.
Na, er kam als Baby zwar auch irgendwie nackt und bloß, ja. Er fiel nicht als ganzer Kerl am Schappi, fiel er nicht durch vom Himmel runter. Aber er hatte was im Reisegepäck dabei. Was zu verzollen? Herrlichkeit. Ach, wunderbar. Er hatte die Herrlichkeit dabei, aber wo? Hat er einen Koffer dabei? Hat er so ein kleines Täschchen dabei, so als Christkind mit einem kleinen Täschchen? Na, hat er nicht dabei gehabt. Wo hat er die Herrlichkeit? Wie es manche Drogenkuriere machen. Er hatte sie in sich. Aber er hatte sie nicht einfach nur illegal in sich und blöd in sich. Verzeiht das Beispiel. Er hatte sie in seinem Innersten. Er hatte den Geist in seinem Körper. Er hatte die Herrlichkeit in sich und keiner hat es gesehen. Sie war verborgen. Sie war eingeschlossen in seinem menschlichen Körper. Sein menschlicher Körper war die Stiftshütte, in der die Schechina-Herrlichkeit verborgen war. Man konnte von außen die Herrlichkeit überhaupt nicht sehen. Hättest du Jesus angeschaut, hättest du keine Sonnenbrille gebraucht. Warum? Weil die Herrlichkeit war abgedimmt, war hermetisch umschlossen von seinem Körper. Darum, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als eines Eingezeugten vom Vater, und das Wort wurde Fleisch und stiftshütete unter uns. Also dieses Wort, was unter uns zeltete, im Zelt der Stiftshütte oder stiftshütete, das war Gott in dem menschlichen Körper von Jesus von Nazareth. Weißt du, auch im Tempel oder auch in der Stiftshütte konnte man die Herrlichkeit von außen nicht unbedingt sehen. Der Hohepriester, der ist hineingetreten in die Behausung Gottes, er ist hineingetreten in das Allerheiligste sogar, durfte der Hohepriester gehen. Und was hat er im Allerheiligsten anschauen dürfen, der Hohepriester? Die Schechina-Herrlichkeit. Der Hohepriester durfte etwas sehen, was den Augen der anderen verschlossen war. Und die Stiftshütte war ein Bild auf Jesus Christus im Fleisch. Die Herrlichkeit Gottes war verborgen in dem menschlichen Körper von Christus. Und das Bild, sogar die Menschlichkeit und die Göttlichkeit der Stiftshütte, das wird in diesen ganzen Tierfällen wird es deutlich, in dem Holz, was dann mit Gold überzogen ist und so weiter. Also die Göttlichkeit und das Akazienholz steht für die menschliche Natur, ja, auch von der Bundeslade und so weiter, hatte alles so diese Bedeutung. Jesus war die Bundeslade, Jesus war die Stiftshütte, ja. Und es war alles eingeschlossen in seinem Körper, verborgen, von außen nicht wahrnehmbar. Man konnte die Wunder wahrnehmen. Man konnte sehen, dass er andere Worte gebrauchte als die anderen. Aber eines Tages haben Auserwählte etwas zu Gesicht bekommen, was kein anderer sehen konnte, was kein anderer sehen durfte. Er hat drei engste Vertraute mit sich auf den Berg genommen. Wir wissen alle, wer das war. Das war Petrus, Jakobus und Johannes. Sein innerer Kreis. Seine, die am engsten um ihn herum waren, die hat er mit auf den Berg genommen. Matthäus 17, Verse 1 bis 8. Und dann steht geschrieben, wie er verherrlicht wurde, verklärt wurde, wie er zum Ausdruck kam. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Also es strahlte heraus. Er hatte Kleidung an. Und die Kleidung, das war vielleicht Ockerfarben, Leinenfarben, irgend sowas. Und auf einmal kam gleißendes Licht von innen, so hochfrequent, so eine immense Energie kam hervor, dass seine Kleidung weiß wurde, dass wirklich alle Sonnenbrillen hätten da nichts geholfen. Es wirklich, auf alle haben sie die Augen zuhalten müssen, weil so ein Licht hervorstrahlte aus dem innersten Körper von Jesus. Was passierte hier? Etwas Verborgenes, was immer schon da war, kam zum Ausdruck. Zwar nur für kurze Zeit, danach war die Herrlichkeit wieder verborgen, aber sie haben für Sekunden, vielleicht Minuten, haben sie etwas sehen dürfen, wie Gott zum Ausdruck kam. Und sie sahen die Herrlichkeit. In Johannes 17 war jetzt für den Herrn die Zeit gekommen, zu sterben und aufzustehen. Und vielleicht ist euch noch nicht bewusst, dass die Auferstehung von Jesus nichts anderes ist, wie die vollkommene Verherrlichung von ihm.
Die Top-Verherrlichung von Jesus ist die Auferstehung von ihm. Warum? Nehmen wir das Beispiel eines Samens, eines Blumensamens, eines Nelkensamens. Das Samenkorn ist klein und unscheinbar. Ein winziger Same. Aber in diesem Samen steckt eine Blüte drin. Da steckt eine Blume drin. Da steckt die Nelke drin. Wenn du jetzt diesen Samen an einem Ort aufbewahrst, der für deine Augen sichtbar ist, in einer Packung drin, beim Gärtner, in einer Lade drin, bei dir daheim, hast du einen Samen. Du schaust den Samen an, du kannst mit bloßem Auge sehen. Dem Samen geschieht kein Weh, wenn man so will. Der Same liegt so friedlich da, du kannst ihn anschauen, aber auf diese Weise wird es niemals zu einer Blüte kommen. Auf diese Weise wird es niemals zu einer Verherrlichung des Samens kommen, weil das, was in dem Samen drinsteckt, die Blume, die Blüte, kommt nicht heraus. Er liegt zwar gut und sicher da, schön geborgen, schön trocken, schön angenehm, in der Lade, beim Gärtner oder bei dir daheim, aber ja, Valerie, du hast schon die richtige Intonation. Er muss in die Finsternis. Er muss unseren Blicken entschwunden werden. Er muss weggehen. Jesus sagt, ich muss weggehen. Und er könnte mich nicht folgen. Und das hatten sie schon, will er sich denn umbringen? Und die Intonation war gar nicht so schlecht. Aber er wollte sie nicht selber umbringen. Er wollte sich töten lassen, an einen Ort gehen, wo er sterben muss. Weißt du, der Same muss sterben. Der Same muss beerdigt werden. Erst wenn der Same beerdigt wird, kann er verherrlicht werden. Er muss beerdigt werden und dann wird die Blüte auferstehen. In der dunklen Beerdigung, in der dunklen Erde, wo er unserem Blick entschwunden ist, wo wir denken, er ist weg, aus Äpfel gar, vorbei, Ende, Sense. In dem Moment geht es erst richtig los. In dem Moment schlägt erst die Stunde des Lebens in diesem Samenkorn. Vorher gibt es keine Herrlichkeit. Das, was im Samenkorn drin ist, kann nicht zum Ausdruck gebracht werden. Aber wenn er gesät wird in die Erde, wenn er stirbt, wenn er aus der Erde herauswachsen darf, dann wird er blühen. Dann wird hervorkommen, was in dem Samen steckt. Und ehrlich gesagt, viele Samen schauen für das Auge eines Laien zumindest ziemlich ähnlich aus. Du weißt nicht, wenn man dir jetzt als Unkundigen da die Samen, ähnliche Größe, ähnliche Farbe, du wüsstest nicht, was da drin ist. Da steht, ja, wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin. Aber da steht nicht Nutella drauf. Da steht nicht Nelke drauf. Da steht nicht irgendwas drauf, gell? Ja, also manche Samen kannst du riechen, aber ich sagte, wenn du unkundig bist, bei manchen würden wir uns ganz schön die Zähne ausbeißen. Wir könnten mal ein Ratespiel machen und schauen, ob wir den Samen erraten, was es für ein Samen ist. Was ich damit jetzt sagen will ist, du, was glaubst du, wie viele Millionen Samen es gibt? Und was glaubst du, wie schwer es ist, manche ähnlich ausschauende, ähnlich große Samen zu unterscheiden? Wie findest du raus, was drinsteckt? Wie konnte Jesus beweisen, erweisen, demonstrieren, was in ihm steckte, indem er starb? Ich muss weggehen. Ich muss sterben. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Was? Gut für euch, dass du stirbst? Gut für euch, dass du in diese kalte Erde gesät wirst? Gut für euch, dass du da beerdigt wirst, begraben wirst? Ja, es ist gut für euch. Denn dann kann ich euch zeigen, was da drin steckt. Dann kann ich verherrlicht werden. Dann kann ich, was in mir steckt, in diesem Schale, in diesem Weizenkorn, kann ich die Schale aufbrechen und kann hervorwachsen in Auferstehung. Das Blühen des Nelkensamens ist die Verherrlichung dieses Samens. Die verborgene Herrlichkeit kommt hervor. Und Jesus hat uns gesagt, ich bin ein Samenkorn. Er war ein auf den ersten Blick unscheinbarer Nazarener. Er kam von einer verachteten Gegend. Ja, aber in dem Samen seines Körpers, in dem Samenkorn, im Bilde gesprochen, versteht ihr mich? Er war kein Samenkorn buchstäblich, aber in dem symbolischen Samenkorn seines Körpers steckte
die göttliche Herrlichkeit drin, steckte Gott selbst drin. Und er wollte zum Ausdruck gebracht werden. Und jetzt sagt er, Vater, die Zeit ist gekommen, um die Erde zu fallen, zu sterben, um begraben zu werden, beerdigt zu werden, um gesät zu werden in die Erde. Dann würde ich aufgebrochen werden, würde auferstehen, würde ich keimen und würde zum Blühen gebracht werden. Und dann wird die göttliche Herrlichkeit zum Ausdruck gebracht werden. Christus würde verherrlicht werden. Und ich weiß, das ist bloß ein Kommentar hier am Rande, man kann verschiedener Meinung sein über das Grabtuch von Turin, wo halt aufbewahrt wurde und so weiter. Man kann verschiedener Meinung sein. Aber da hat sich was abfotografiert, was nur durch immenses Licht, immense Herrlichkeit abfotografiert werden kann. Und das Alte kommt hin, die Gegend kommt hin, die Blüten, die dort wachsen, sind nur dort auffindbar in dieser Gegend. Ich persönlich halte es durchaus für eine Möglichkeit, dass es echt ist, dass Jesus wirklich da eingewickelt war. Und dass in dem Moment, wo die Herrlichkeit herausstrahlte in der Auferstehung, sich rund um den ganzen Körper sich diese Herrlichkeit abgebildet hat, abfotografiert hat quasi. Aber gut, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Es ist bloß ein Beispiel, was passierte am Auferstehungsmorgen, als er in der Gruft drin war, wie auf einmal ja, die Herrlichkeit aus der Schale hervorleuchtete. Und weißt du, wer da hervorleuchtete? Der in ihm drin war, der Vater. Vater, es ist Zeit, dass der Sohn dich verherrliche. Wie, wenn ich sterbe und auferstehe, kommt was in mir ist, zum Ausdruck. Glaubst du nicht, dass der Vater in mir ist? Wie hat der Sohn den Vater verherrlicht, manifestiert, zum Ausdruck gebracht in der Auferstehung? Indem die Schale durch seinen Tod, sein Leib hat die Herrlichkeit freigegeben nach außen, so wurde der Vater verherrlicht. Der verborgene Vater in Jesus wurde verherrlicht. Er war eingeschlossen in den Menschen Jesus, aber als die Herrlichkeit hervorbrach, wurden sowohl Jesus verherrlicht, als auch der Vater, und die glauben konnten, haben gemerkt, er war wirklich Gottes Sohn. Wie auch dieser Hauptmann es sagte, als er dieses Erdbeben erlebte, als er den Tod von Jesus sah und wie er starb, sagt er, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Da hat sich in seinem Tod, wie er starb, hat sich was zum Ausdruck gebracht, wurde Gott manifestiert und verherrlicht. Wie also konnte der Sohn Gottes verherrlicht werden? Wie konnte der Vater durch den Sohn verherrlicht werden? Durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und wie konnte, also durch die Verherrlichung des Sohnes wurde auch der Vater verherrlicht. Als der Sohn verherrlicht wurde, kam durch die Herrlichkeit des Vaters kam auch der Sohn in Herrlichkeit hervor. Und daher betete Jesus, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Also es war eigentlich, wenn man sich überlegt, am Kreuz, als er starb und die Erde bebte, da hat der Vater gezeigt, wer Jesus war, den Sohn verherrlicht. Und als Jesus die Herrlichkeit freigab am Auferstehungsmorgen, hat der Sohn den Vater zum Ausdruck gebracht. So haben sie sich gegenseitig zum Ausdruck gebracht, sich gegenseitig bestätigt, sich gegenseitig verherrlicht. Verherrlicht werden heißt, dass die göttliche Natur und das göttliche Wesen zum Ausdruck kommt. Wir berühren hier etwas, das man mit Worten gar nicht ganz angemessen ausdrücken kann. Aber ich hoffe, dass euch klarer wird, dass das Wort Herrlichkeit nicht so eine numinose, mystische Blase ist, sondern dass hier wirklich Gott zum Ausdruck gebracht wird. Jetzt gehen wir noch weiter, was Herrlichkeit ist. Herrlichkeit ist, wenn wir Frucht tragen. Weil durch Frucht tragen bringen wir was zum Ausdruck. Der Baum, vielleicht siehst du, wenn du nicht den Baum so kennst, was ist es für ein Baum, aber wenn du die Früchte dran siehst, weißt du, es ist ein Apfelbaum, es ist ein Kirschbaum, an der Frucht erkennst du, was für ein Baum es ist, spätestens da. Du wirst sagen, das Holz vom Apfelbaum ist anders und vom Weinstock, den kennt man eh raus, aber das Holz vom Apfelbaum ist anders wie vom Kirschbaum oder vom Birnbaum. Ja, wenn du ein Kenner bist, dann kannst du es am Holz erkennen. Aber wirklich erkennen, spätestens, wo es der Dümmste merkt, ist, wenn die Frucht getragen wird.
Und interessant ist, bevor es zum Fruchttragen kommt, kommt erst einmal vorher die Blüte. Die Blüte ist eine Ankündigung der späteren Frucht. Die Blüte. Im Frühling sieht man die Bäume in Blüte. Man sieht, wie die Bäume in Blüte stehen, aber Frucht ist noch keine da. Du kannst noch keine Frucht ernten, aber du darfst dich an der Blüte erfreuen. Die Blüte verblüht relativ schnell wieder. Die Frucht aber ist das Eigentliche. Was würdet ihr sagen, wenn die Bäume nur blühen würden, aber keine Frucht hätten? Dann würden wir alle sagen, du bist fehl am Platz, Baum. Irgendwann wird man die Blüte gar nicht mehr schätzen, weil die Frucht fehlt. Was nützt uns die Blüte, wenn es zu keiner Frucht kommt? Es war so, wir waren jetzt ja im Saarland und da gab es einige Apfelbäume und da haben wir den Kofferraum gefüllt bekommen mit Äpfeln. Ja? Aber glaub mir, die Apfelblüte war schon im Frühling. Aber am Freitag haben wir die Äpfel geladen bekommen. Und während der Autofahrt. Das ganze Auto hat nach Äpfeln geduftet. Es ist wunderbar, wenn die Frucht reif ist. Dann duftet alles. Die Frage jetzt ist die, gleicht unser Herr Jesus Christus in seiner Verherrlichung eher der Nelke oder eher dem Apfelbaum? Fragt euch mal diese Frage. So schön das Beispiel vom Nelkensamen ist, aber ist er eine Nelke? Also die Nelke blüht einfach. Der Apfelbaum blüht und trägt Frucht. Wem gleicht der Herr Jesus? Einem Apfelbaum. Ah, einem Apfelbaum. Erinnert dich an die Eva. Nun, wir wissen nicht, ob es ein Apfelbaum war, aber vielleicht war es einer. Ein Fruchtbaum war es. Und die Frucht, die Jesus hervorgebracht hat, die duftet noch herrlicher wie die besten Äpfel. Die sind noch schöner als die schönste Apfelblüte. Diese Frucht seid ihr. Diese Frucht sind wir. Du bist ein Duftetyp. Sag es mal dem Nachbarn. Du bist ein Duftetyp. Du bist ein Duftetyp. Du bist ein Duftetyp. Ja. Hätte Christus nach seiner Auferstehung keine einzige Frucht hervorgebracht, hätte er keinen einzigen Jünger hervorgebracht, hätte er sein können. Jesus wäre auferstanden und damit wäre es gewesen. Hätte sich's gehabt. Er ist gestorben, er ist wieder lebendig geworden, das war's. Wäre auch toll gewesen, oder? Auferstehung wäre immer toll gewesen. Aber es hätte keine einzige Frucht gegeben daraus, keinen einzigen Jünger. Dann wäre Jesus eine Nelkenblüte geblieben. Er wäre zwar auferstanden, hätte geblüht, aber hätte keine Frucht getragen. Aber nach seiner Auferstehung gab es in Jerusalem 120 Jünger, Apostelgeschichte 1,15. Dann wurden 3000 hinzugezahlt, nur Männer. Das heißt, mit Frauen und Kindern sind es dann ungefähr 6.000, 7.000 mindestens. Apostelgeschichte 2,41. Es dauerte nicht lange, da waren es 5.000 Männer, die nochmal hinzugetan wurden. Also dann waren schon Zehntausende, wenn man die Frauen und Kinder dazu rechnet. Erwähnt in Apostelgeschichte 4, Vers 4. Und, ja, bitte daher. Ist da offen oder ist das... Ist nicht auch noch das, dass ihm die Seite geöffnet wurde, auch noch das, genau deswegen auch, dass es diese Vervielfältigung auch noch gibt und genau das passiert ja mit einem Korn, mit einem Samen auch, der bricht auf, er bricht auf und dann kommt erst dieser Sprössling oder dieser Keim, er keimt, er fängt dann an zu keimen und Jesus wurde durch diesen römischen Soldaten die Seite geöffnet und aus ihm ist dann das Wasser herausgeronnen, was und ja... Und das Blut. Und das Blut, ja genau. Mhm. Was dann im Endeffekt die Vervielfältigung, also wo man dann zur Massenvervielfältigung... Vervielfältigung wurden sie. Vervielfältigung. Gutes Detail hier. Oder ist ein kleiner... Ja, schöner Gedanke hier. Schöner Gedanke hier, der Kaiserschnitt am Körper von Jesus. Wurde die Gemeinde geboren, ja. Aber heute gibt es sogar noch mehr. Das waren schon 10.000 in Jerusalem damals. Heute gibt es
Übel auf der Welt gibt es Apfelgärten. Sie sind entstanden durch Christi Auferstehung. Diese Apfelgärten erstrecken sich überall auf der Welt und sind seine Frucht. Sie bringen den Herrn Jesus zum Ausdruck, sie verherrlichen ihn. Einen Apfelgarten haben wir hier. Amen. Ja. Amen. Könnt ihr es duften? Könnt ihr die guten Apfelernte so riechen? Im Geist natürlich, nicht physisch. Ja. Schnuppern mal im Geist, ja. Eine Gemeinde ist nichts anderes als ein schöner Apfelgarten, der die Frucht des auferstandenen Christus trägt. Und wenn der Herr Jesus als Sohn Gottes verherrlicht wird, indem wir ihn auf diese Weise zum Ausdruck bringen, dann wird auch der Vater verherrlicht. So hat in jener Nacht in Johannes 17 der Herr Jesus für das wahre Gemeindeleben, für den wahren Apfelgarten, den Apfelhain, den Apfelgarten gebetet, wo alle seine Jünger ihn zum Ausdruck bringen, ihn verherrlichen, so wie die Äpfel den Apfelbaum verherrlichen und den Apfelbaum zum Ausdruck bringen. Was im Apfelbaum steckt an Lebenskraft, wird durch die Frucht, durch die Äpfel verherrlicht, zum Ausdruck gebracht. Wir sind seine Äpfel. Wir bringen die Frucht des Apfelbaums, des Baums, des Lebens, die bringen wir zum Ausdruck. Wir sind seine Äpfel, die in Auferstehung, in einem Auferstehungsleben, nicht mehr im natürlichen Leben, wo wir vorher so drauf losgelebt haben, sondern in einer Neuheit des Lebens, in einem Auferstehungsleben, kommt es zum Blühen. Da blühen wir und bringen zum Ausdruck, was in Gott steckt. Wer wird da doch verherrlicht? Der Vater wird da doch verherrlicht. Der Vater wird zum Ausdruck gebracht. Und diese Welt sieht, dass es einen lebendigen Gott gibt. Amen. Durch dich und durch mich. Das wahre Gemeindeleben ist mit anderen Worten die Verherrlichung des Sohnes, die Verherrlichung des Vaters. Die Verherrlichung des Vaters im Sohn. Das Gebet des Herrn, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, findet also wo seine Erfüllung? Im wahren Gemeindeleben. So, jetzt muss ich sagen, Michael, jetzt haben wir schon weit kommen bei Johannes 17. Den ersten Vers haben wir jetzt schon einmal schön langsam annähernd verstanden. Aber keine Sorge, es wird heute schnell zu Ende gehen. Wir haben nicht mehr lang. Ha, Michael, du machst mir Angst. Ja. Verstehen wir diesen ersten Vers? Verstehen wir diesen ersten Vers? Verstehen wir nämlich das ganze Gebet. Der erste Vers ist der Schlüssel, um uns das ganze nachfolgende Gebet aufzuschließen. Danach betet der Herr noch viermal für die Einheit aller Gläubigen. Erstens, Vers 11. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, dass sie eins seien wie wir. Vers 21. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Zum dritten Mal bete für die Einheit in Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Vers 22. Und in Vers 23 bete zum vierten Mal, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet sein. Er betet viermal in diesem Gebet für die Einheit. In der Einheit kommt zur Herrlichkeit. In der Einheit kommt zum Ausdruck. Wieder das Verborgene sichtbar in der Einheit. Johannes 17, da wird in diesem Kapitel die Verherrlichung mit der Einheit gleichgesetzt. Hast du die Einheit, hast du die Herrlichkeit. Hast du die Herrlichkeit, hast du die Einheit. Wenn die Einheit verloren geht, natürlich im Geist, wo sonst können wir eins sein, dann gibt es auch keine Verherrlichung mehr. Gibt es keinen Ausdruck mehr von Gott. Weil Gott ist einer, drei, einer. Und wo es aber die Einheit gibt, da wird der Sohn verherrlicht und der Vater im Sohn. Und vielleicht versteht ihr deswegen, warum uns die Situation im heutigen Christentum Land auf Land ab uns bedrückt, uns zu schaffen macht. Wer diese Zusammenhänge nicht ermisst, nicht versteht,
der sagt, mei, so ist halt das Christentum. Ja, mei, kann man nichts machen, so ist halt, so sind halt die Kirchen und Freikirchen. Und ja, so es ist halt schon immer gewesen, so wird es immer sein. Aber weißt du, warum es uns zu schaffen macht? Weil Jesus für etwas anderes gebetet hat. Sollte sein Gebet unbeantwortet bleiben? Sollte sein Gebet einfach nicht erhört bleiben? Sein wichtigstes Gebet, sein höchstes Gebet? Sollte es einfach in den Wind gesprochen worden sein? Für die Katz, für die Fisch? Na, es braucht Menschen, die den Schmerz, die Last und die Not auf seinem Herzen sich zu eigen machen und sagen, ich möchte dafür leben, dass dieses Gebet seine Erfüllung findet. Darum muss es uns gehen. Darum macht es uns zu schaffen, die Spaltung und die Not. Kein Christ heute fast, den man trifft, schert sich um Spaltung. Man schert sich um Zeichen und Wunder, um mehr Geld, um mehr Fun, um mehr Halligalli, mehr Geld, mehr Schein als Sein. Aber wer schert sich darum, dass sein Gebet hier erhört wird? Die Spaltung ist den meisten Pieps egal. Hauptsache, ich habe meine Ruhe, ich kriege meinen Willen. Manche sogar zelebrieren Spaltung, weil sie sagen, dann sind wir diversifiziert. Dann halt, also Wettbewerb, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ist doch toll. Diese Stadt verträgt viele verschiedene Gemeinden. Und du zersetzt und zerlegst und amputierst den Leib Christi hemmungslos und sagst, ja, jetzt habe ich das ganze Gebilde zerlegt, wie die Kinder. Jetzt habe ich es zerlegt. Ja. Jetzt bringe ich es nicht mehr zusammen. Ich glaube, so geht es vielen. Zerlegen, einreißen, demolieren können wir alle ganz gut. Aber dann stehen wir vom Trümmerhaufen und glauben mir, das Ganze ist größer als die Summe der Einzelteile. Der Herr will das Ganze, nicht die Summe der Einzelteile. Du kannst alle Summe der Einzelteile haben in der Anatomieabteilung. Du kannst sie haben und anschauen, wie Dr. Frankenstein auf seinem Experimentiertisch. Aber das ist eine Leiche, vielleicht auch zusammen, vielleicht auch verschiedene Leichenteile, aber alle anatomischen Teile sind zur Gänze vorhanden. Ja, nur das Problem ist, alles zerlegt. Kein Aufbau. Keine Gemeinde. Kein ganzer Körper, nichts. Kann Herrlichkeit zum Ausdruck kommen, wenn es Spaltungen gibt unter Gläubigen? Aber nachdem die wahre Einheit zerstört war, konnte der Sohn nicht mehr verherrlicht werden, noch der Vater durch den Sohn. Aber dem Herrn sei Dank, trotz aller Spaltungen der Jahrhunderte über, Spaltungen und nochmal Teilungen, und nochmal, die Teilung wurde zum x-ten Mal nochmal geteilt, bis irgendwann, ja, jeder nach seiner Fasson selig wird. Aber es gab einige wenige, die das Empfinden und das Verlangen des Herrn sich zu eigen gemacht haben. Und die gesagt haben, nein, es muss einen anderen Weg geben. Es muss einen anderen Weg geben, den der Herr auf dem Herzen hat, den der Herr sich wünscht. Wir müssen den Herrn neu suchen. Wir müssen ihn ernstlich suchen. Wir müssen uns treu hingeben. Wir müssen unwichtige Dinge als Christen lassen, fallen lassen. Wir müssen neu zusammenkommen, um eins zu sein. Eins zu sein in ihm, eins im Geist, eins im Vater. Und wann immer und wo immer Gläubige in wahrer Einheit in dem dreieinen Gott zusammengekommen sind, wo es ihnen nicht mehr um sich selber ging und ihren eigenen Vorteil, sondern um den Herrn, koste es, was es wolle, da wurde etwas von dieser Verherrlichung des Sohnes und der Verherrlichung des Vaters im Sohn ganz neu sichtbar. Da wurde etwas wiedererlangt. Da wurde etwas wiederhergestellt, was vorher zerfallen war. Der zentrale Gedanke in dem Gebet des Herrn in Johannes 17 ist die Einheit der Gläubigen. Das ist es, wofür er betet. Er betet für die Einheit der Gläubigen. Nichts ist für Gott so herrlich, wenn Gläubige sich in der wahren Einheit versammeln. Wenn wir zusammenkommen und es uns dabei um nichts anderes geht als um den Herrn. Nicht mehr um uns, nicht mehr, was bleibt mir, was habe ich davon, was springt für mich dabei raus. Jedem das Seine, mir das Meiste. Wenn das nicht mehr zählt, nicht mehr wichtig ist, sondern mir geht es darum, um den Herrn glücklich zu machen, für den Herrn da zu sein, dann sind wir eins im Geist, sind wir eins im Vater. Und diese Einheit in dem Dreieinen Gott ist seine Verherrlichung.
Da wird er in Einheit zum Ausdruck gebracht. Und selbst wenn wir das nur anfänglich erfahren, vielleicht noch ganz begrenzt, noch en miniature, noch ganz im Kleinen und Verborgenen, haben wir schon einen Teil der Antwort. Verkörpern wir schon eine Gebetserhörung 2000 Jahre später von diesem höchsten Gebet des Herrn. Und der Vater ist immer noch dabei, dieses Gebet des Sohnes zu beantworten und zu erhören. Amen. Er fing damit an, als am Tag von Pfingsten vor 2000 Jahren alle 120 eins wurden, als der Sohn und der Vater dadurch verherrlicht worden sind. Und er hat in den 2000 Jahren seither nicht mehr aufgehört, dieses Gebet hier und da auf Erden zu beantworten. Möge es doch auch unter uns tun, oder? Möge es hier und jetzt unter uns tun, hier in Salzburg, hier mit Menschen, die Gott mehr wollen wie sich selber. Und glauben mir, diese Christen sind Seltenheitsware, sind rar geworden. Und dass wir uns hier versammeln, wie wir heute hier sind, eine kleine Schar, wenn man so will, ist halt auch nicht so die Massenbotschaft. Genau, Qualität steht vor Quantität. Aber der Herr wird es auch wachsen lassen, wird noch staunen. Aber dass wir hier da sind, so wie wir da sind, dass wir überhaupt heute hier da sind und das hören, ist bereits eine Antwort des Vaters auf das Gebet vom Herrn. Sag deinem Nachbarn, dass du heute das hörst, ist schon der Anfang der Antwort vom Vater auf das Gebet seines Sohnes. Sag es deinem Nachbarn, dass du das hörst, ist schon die Antwort des Vaters auf das Gebet seines Sohnes. Du bist eine atmende, wandelnde Gebetserhörung heute. Ich beglückwünsche dich dafür. Amen. Julia, ganz kurz. Amen. Halleluja. Ich beglückwünsche dich. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie sie alle miteinander reden, aber jetzt sind sie schon alle wieder vorbei. Aber du hast ja selber zu Hause gesagt dem Nachbarn, vielleicht sagst du, ich habe bloß meine Miezekatze gehabt. Und sagst deine Miezekatze, die neben dir sitzt auf der Couch. Aber die Frage ist die, ja, das Gebet des Vaters hat schon angefangen, das Gebet des Sohnes hat schon durch den Vater angefangen, erhört zu werden. Es hat schon begonnen, erhört zu werden. Aber die Frage ist, in welchem Umfang kann sich dieses Gebet erfüllen, erhört werden, beantwortet werden? In welchem Umfang kann Gott weitermachen? Mit uns, mit dir und mit mir. Das hängt davon ab, wie weit wir bereit sind, dass wir alles, was uns trennt, alle Unterschiede, alles Vergleichen, alles, verstehst du, Unwichtige fallen zu lassen und Christus als unser einiges, einigendes, einziges Zentrum zu nehmen. Nicht nur das, Christus als unser alles zu nehmen, gegenüber dem alles andere verblasst, unwichtig wird, nicht mit der Rede wert ist. Amen. Wenn das mir uns wichtig wird, dann steilt die Einheit unter uns voran. Amen. Halleluja. Amen. Weißt du, wir sind nicht aufgrund unserer Gescheitheit eins, unseres Bibelwissens, unserer Lehren, unserer Erfahrungen, unserer Überzeugungen. Deswegen sind wir nicht eins. Werden wir nie eins werden. Unsere Einheit ist Christus allein. Er selbst ist der Grund, der Inhalt, das Zentrum, der Kern unserer Einheit. Und durch diese Einheit werden der Sohn und der Vater im Sohn in uns, durch uns verherrlicht. Amen. Das war's. Ich habe nicht übertrieben. Unter einer halben Stunde. Ja. Von allen. Halleluja. Kurzer Ausblick aufs nächste Mal. Sag deinem Nachbarn, das willst du nicht verpassen. Das willst du nicht verpassen. Die Botschaft, ja, es wird noch kürzer, noch spannender und die Botschaft der Einheit wird fortgesetzt. Ganz kurzer Trailer auf nächsten Sonntag. Okay, ganz kurz. Nein. Von allen Büchern der Bibel offenbart das Johannesevangelium den dreieinen Gott am vollständigsten. Und zwar in den Kapiteln 14, 15 und 16 haben wir die Botschaft des Herrn
Und in einem vierten Kapitel, in 14, 15, 16 haben wir die Botschaft des Herrn. In Kapitel 17 haben wir das Gebet dazu. Diese vier Kapitel bilden eine vollständige Offenbarung des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Und wie das geht, hörst du beim nächsten Mal. Halleluja! Wir gehen jetzt direkt in den Lobpreis. Gar nicht raus. Wir gehen direkt weiter in den Lobpreis. Speichern nicht. Kommt zusammen. Wir werden den Herrn genießen und preisen. Halleluja! Halleluja, proklamieren wir es. Das ist das Lied zur Predigt. Halleluja. Amen. Amen. Du bist die Quelle des Lebens. Sind dein Ausdruck. Goldschmuck. Amen. Vater Gott, der Quell des Lebens bist. Deinem Leben sind wir eins. Halleluja. Lauter! Lauter! Dank sei dir, dein Wort durchsättigt uns. Es durchsättigt uns. Du zu werden. Dein Wort durchsättigt uns mit dir selbst. Wie du zu werden. Es sondert ab uns von der Erde. Danke, Vater. Für dein heiliges Wort. Vater Gott, der Quell des Lebens bist, wir, die Söhne, sind dein Ausdruck, nun sind uns als unser Goldschmuck. Vater Gott, der Quell des Lebens bist, nur im Leben, nur im Leben, nur in deinem Leben sind wir eins, nur im Leben. Nur in deinem Leben sind wir ein. Dank sei dir, dein Wort durchsättigt uns. Mit dir selbst wieder zu reden, sondert ab uns von der Erde. Danke, Vater, für dein heiliges Wort. Nur dein Wort, durch dein Wort, durch dein Wort. Sind wir eins durch dein Wort, durch dein Wort, durch dein Wort, oh Vater, sind wir eins. Oh, wie reich ist der dreieine Gott, sich uns Söhnen hat gegeben, um seine Herrlichkeit zu leben. Der Dreieinigkeit.
Herrlichkeit, nur sind wir eins. In der Herrlichkeit, in der Herrlichkeit. Deiner Herrlichkeit, nur sind wir eins. In der Herrlichkeit, in der Herrlichkeit. Deiner Herrlichkeit, nur sind wir eins. Jetzt singen wir das Lied, was in der Morgenerweckung am Ende drin war. Das letzte Lied, was Witness Lee geschrieben hat, kurz vor seiner Verherrlichung. Halleluja. Welch Wunder, welch Geheimnis ist, dass Gott und Mensch sind eins als Zeit. Gott wurde Mensch, macht uns sogar Ökonomie voll Helligkeit. Sein Wohlgefallen, Herzenswunsch, sein höchstes Ziel in Ewigkeit. Sein Wohlgefallen, Herzenswunsch, sein höchstes Ziel in Ewigkeit. Fleisch wurde er, der erste Gottmensch. Er will so sehr, dass ich göttlich sei. Ihm gleich in Leben und Natur. Gottheit ist nicht mein, und seine Eigenschaften sind nun meine Tugenden zu rein, weil seine Eigenschaften sind nun meine Tugenden zu rein. Nicht länger mehr nun vermengt mit mir, uns in den drei einen Gott einbaut, sein universales Haus sind wir. O, wie organisch ist sein Leib, sein kooperativer Ausdruck hier. O, wie organisch ist sein Leib, sein kooperativer Ausdruck hier. Die neue Stadt Jerusalem, das Ziel von Gott ist alle Zeit. Dreieiner Gott und dreiteilig Mensch, ein Liebespaar in Ewigkeit. Mensch und Gott nun wohnen einander, durch gegenseitig Wohnung siehst, aus Gott durchdrungene Menschlichkeit, die Herrlichkeit des Herrn reich fließt. Halleluja! Menschlichkeit! Amen! Herrlichkeit des Herrn reich fließt. Ein Liebespaar in Ewigkeit. Halleluja. Dreieiner Gott und dreiteiliger Mensch. Amen. Mensch und Gott nun wohnen ineinander. Halleluja. Halleluja. Wohnen ineinander. Amen. Welch gegenseitig Wohnung sie ist. Amen. Thank you.
lebt in mir. Halleluja. Herrlichkeit. Amen. Oh, wie organisch ist sein Leib. Halleluja. Sein korporativer Ausdruck hier. Sein Wohlgefallen. Herzenswunsch. Sein höchstes Ziel in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihm gleich. Ihm gleich. In Leben. In Leben und Natur. Halleluja. Halleluja. Gott wurde Mensch, macht uns zu Gott. Singen wir nochmal Strophe 2 und Strophe 4. Halleluja. Fleisch wurde er, der erste Gott Mensch. Er will so sehr, dass ich göttlich sei. Ihm gleich in Leben und Natur. Sein vollste Gottheit, doch ist nicht mein. Und seine Eigenschaften sind. Die neue Stadt, Jerusalem, das Ziel von Gott ist alle Zeit. Drei einer Gott und dreiteilig Mensch, ein Liebespaar in Ewigkeit. Mensch und Gott nun wohnen ineinander, welch gegenseitig Wohnung ist. Als Gott durchdrungene Menschlichkeit, die Herrlichkeit des Herrn reich fließt. Halleluja! Sie fließt reich! Amen! Sie fließt reich! Halleluja! Amen. Herr, ich lieb dich, Herr, ich brauch dich, du allein bist der, den ich brauch, um zu me.
übertrage dich. Tränk mich. Mit deinen Augen leite mich. Amen. Herr, übertrage dich. Amen. Oh, leite du mich mit deinen Augen. Amen. Oh, ganz tief in dir. Amen. Und ganz tief in mir. Amen. Oh, durchtränke mich, Herr. Amen. Und berg mich in dir, Herr. Amen. Verberge mich. Amen. Amen. In dir. Amen. Wenn ich schwach bin, mich fühle und nicht weiter weiß, hilf mir, Herr, dich anzuschauen. Amen. Ganz zart spricht zu mir, komm ganz über mich. Amen. Deine Kraft, Herr, trägt mich durch. Amen. Deine Kraft, Herr, trägt mich durch. Sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Thank you.
Lokomotive, einem Zug, der kommt. Und ich habe so den Eindruck, dass da Herrlichkeitsdampf rauskommt aus diesem Schornstein der Lokomotive. Das ist immer so eine übernatürliche Lokomotive, die da daherrollt. Wenn du einen Eindruck hast, weihe den Herrn an, bleib in der Anbetung drin. Braucht nicht auf einmal ruhig werden, sondern wir können anbeten, weiter auf den Herrn schauen. Wenn du zu Hause was empfängst oder hier live vor Ort, dann benutze das Mikrofon und sag, was du das Wort vom Herrn auf dem Herzen hast. Ganz verschleiert, aber es hat so eine dermaßen Leuchtkraft gehabt, die auf die Erde runtergekommen ist, und es sind alle Menschen auf die Knie gefallen. Das war so stark, es konnte keiner mehr stehen bleiben, und am Anfang war das wie ein Domino-Effekt, aber in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, und mit einmal ist jedes Knie hat sich gebeugt. Nicht mehr sein. Ja, Geschwister, ich habe das Bild gekriegt vom Mond, der so ein Bild ist auf die Gemeinde. Der Mond wird angestrahlt von der Sonne und leuchtet. Und die Gemeinde wird angestrahlt von der Herrlichkeit des Herrn und leuchtet nicht meistens. Danke, dass wir in einer Gemeinschaft sind, die leuchten wollen. Danke, Herr, dass du die Schleier noch mehr wegnimmst, damit wir auch leuchten können. Darf ich für dich beten? Danke, Heiliger Geist, danke für den Reinhard. Ich bete für eine ganz neue, frische Berührung aus der Höhe von dir her. In der Salbung des Heiligen Geistes berühre mein Bruder ganz neu heute, Vater. Stärke ihn, Herr, den inneren Menschen hinein, Herr. Ich habe den Eindruck, dass der Herr heute dich beschenken möchte, Reinhard. Er hat heute was für dich Gutes bereit. Vielleicht gibt es noch Eindrücke oder prophetische Worte für ihn. Dann kommt auch dazu und sprecht was, wenn der Herr euch was aufs Herz legt. Segne dich im Namen des Herrn. Sagt, du bist mein Anbeter. Du bist mein Anbeter. Du wirst dich erheben und aufschwingen über alle Hürden und Hindernisse, die das Leben in den Weg geworfen und geschleudert hat. Der Herr spricht, du bist mein Geliebter, mein Auserwählter. Ich verherrliche mich an dir und durch dich. Ich stelle alles, was geraubt und wieder und was beschädigt wurde in deinem Leben. Ich stelle es wieder her, verherrliche mich. Was ich brauche, ist deinen Glauben, dein tiefes Vertrauen, dass du nicht auf die Umstände schaust, sondern auf mich, immer nur auf mich. Du wirst staunen, ich habe Gutes für dich bereitet, ich habe Herrliches für dich bereitet.
empfange neu und frisch die Salbung des Heiligen Geistes. Mein Sohn, manch einer sucht nicht so sehr nach der Wahrheit wie du. Ich liebe dich dafür, dass du die Wahrheit suchst, wie kaum ein anderer. Ich sehne mich danach, dass du erkennen mögest, dass du in mir die Wahrheit bereits gefunden hast. Du darfst aufhören zu suchen, beginne zu genießen. So auf diesem Sportparcours und du bist die Hürden tatsächlich alle hast du genommen, du hast keines gerissen und dann ging wie ein Windhauch vor dir her und die Hürden, die vor dir lagen, wurden einfach umgelegt und du konntest frei laufen und ich segne dich damit, dass alle Hürden, die du jetzt schon genommen hast, nicht sind zu dem, was der Herr für dich bereitet hat, nämlich einfach weiterzugehen und er nimmt die Hürden weg für dich. Danke, Herr, ich segne dich damit, Reinhard, dass das in deinem Leben Wahrheit wird, dass du es sehen kannst und dass wir es mitsehen, wie der Herr die Hürden vor dir wegnimmt. Der Grund, Gabi, warum ich wollte, dass du jetzt für den Reinhard aufstehst, war, also ich habe ganz genau gewusst, dass der Herr jetzt durch dich wirken will, weil ich nämlich eben ein Bild für dich hatte. Also ich hatte den Eindruck, während du da standst und im Lobpreis warst, und zwar war es, als ob der Herr deinen Körper geöffnet hätte und ich habe in deinen Geistraum geschaut. Und da war ein riesiger Raum, ein riesiger, also ganz viel Platz einfach. Und ganz unten war ein bisschen Wasser. Und dann hat der Herr dich genommen, an der Hand genommen und hat gesagt, geh, tu den Schritt. Und du hast einen Schritt nach vorn gemacht und plötzlich standst du im Wasser und dieser Raum ist plötzlich wie durch so eine Fontäne gefüllt worden, komplett mit Wasser ausgefüllt worden. Und das Wasser ist ganz aus dir raus, aus jeder Pore kam Wasser heraus. Und der Herr hat gesagt, ich will dein Potenzial ausschöpfen, aber du musst den Schritt nach vorne gehen. Ich will, dass aus jeder deiner Pore mein Wasser herauskommt. Ströme lebendigen Wassers. Ich will an dir zeigen, dass die Quelle wirklich in dir liegt, weil ich die Quelle bin und ich in dir bin. Und das will ich an dir zeigen, Gabi. Und deshalb geh den Schritt nach vorne. Ich will dich füllen. Ich will dein Potenzial ausschöpfen. Dass du auch einen Rucksack trägst, wo echt viel Ballast drin ist oder viel Steine drin sind und dass der Herr dir behilflich sein will, diesen Rucksack einfach abzulegen in Jesu Namen.
dass du nicht mehr rumtragen musst, diesen Rucksack. Er sagt, meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Der Herr stellt dir heute die Frage: Glaubst du mir, dass ich die Ordnung in deinem Leben sein kann? Glaubst du mir, dass ich die Ordnung in deinem Leben herstellen kann, ohne dein Grübeln und dein Zutun? Und glaubst du mir, dass die Ordnung in deinem Leben Unterordnung bedeuten kann? Ich glaube, dass der Herr eine neue Art von Zugeständnis von deiner Seite her will, Ordnung durch ihn hervorkommen zu lassen, nicht durch dein eigenes. Amen. Und zwar hatte ich das Bild heute schon bei der Gegenüberstellung. Ein Fluss, der mitten durch eine Stadt geht. Und über diesen Fluss fliegt ein Mensch. Es ist ein Mensch. Er hat Beine, er hat Arme, er hat einen Kopf und er hat Flügel wie eine Libelle. Und der fliegt über diese Stadt. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass zu diesem einen noch einige mehr dazukommen. Die Nacht, wo Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte dem Vater, segnete es, brach es und sagte: Das ist mein Körper, der für euch hingegeben wird, nehmt und esst alle da raus und davon, tut dies zur Erinnerung an mich. Nachdem sie gegessen hatten, nahm Jesus den Kelch, danke dem Vater noch einmal, sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Nehmt und trinkt alle daraus. Tut es zur Erinnerung an mich. Ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist heute durch zwei Personen das machen will: Das Gebet einmal durch eine Schwester austeilen, dann durch die andere. Aber wir gehen mal zu der einen Schwester, wo ich den Eindruck habe, dass sie betet. Angelika, möchtest du ein Gebet sprechen? Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist, dass du der König bist, dass du zur Rechten des Vaters sitzt und dass du das Lamm bist. Und dass du dich hingegeben hast für uns, damit du uns dein Leben gibst und uns zum Vater führst, da wo wir hingehören und wo er zu uns gehört. Danke, dass wir eins in dir und mit dem Vater sein dürfen. Und wir wollen das jetzt gedenken, ganz bewusst. Schenk uns Gnade dafür, dass wir in Würde dein Mahl nehmen dürfen und in Dankbarkeit und dich darüber ehren und preisen dürfen. Lass es uns mitnehmen in unseren Alltag, in jede Stunde, in jede Minute hinein, dass du der Herr bist. Wir brauchen dich und ich danke dir dafür. Amen. Amen. Halleluja. Also es gibt im Chat noch einen Eindruck, auch für den Reinhard, also von der Siglinde schreibt: Weisheit und Erkenntnis werde ich dir geben, stärker als bisher. Vertraue mir auf all deinen Wegen, ich werde dich führen, ich nehme dich an die Hand. Worte von Jesus für den Reinhard.
Peter, nimm das jetzt bewusst für Heilung in Anspruch heute. Jeder, der krank ist, soll das bewusst für Heilung in Anspruch nehmen. Wer Schmerzen hat, nimm das bewusst das Abendmahl für Heilung in Anspruch. O Jesus, Herr, wenn wir bei deinem Tisch sind und dankbar schauen Brot und Wein hier an, dann preisen wir, dass dich der Mensch als Speise auf viele
Danke, Herr. Wir wollen uns noch den Vater preisen. So wie es der Herr gemacht hat nach seinem letzten Mal mit seinen Jüngern, hat er anschließend noch den Vater gepriesen. Aus diesem Grund kommt das Lobpreis des Vaters immer am Schluss noch. Ich habe schon gefragt, so, warum loben die am Schluss immer noch den Vater? Deswegen. Der Herr hat es gemacht. Dann ist es wunderbar, den Vater zu loben. Am Ende wird er alle Macht dem Vater zurückgeben, damit der Vater sei alles in allem. Ja, das Ende, das letzte Wort bekommt dann immer der Vater. O Vater, du bist immer grün, so neu bist immer zu. Du bist der Herr, der ewig lebt, wie frischer Tau bist du. Halleluja! Du Vater bleibst dasselbe, nur du wirst niemals bald. Durch alle Zeiten immer frisch stets deine Neuheit strahlt. O, du bist neu und ohne dich ist alles Nichtigkeit. Jedoch mit dir bleibt alles frisch nach noch so langer Zeit. Siegesschrei so richtig aus voller Kehle.
Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja! Halleluja. Der Herr liebt das. Der Herr liebt das. Er sagt, glückselig das Volk, das den Jubelruf kennt. Bei uns darf man Sachen, die darf man woanders gar nicht machen. Aber der Herr, dem gefällt das bisschen verrückt. Ja, die Silvia heilt es schon und ich habe den Eindruck, sie wird jetzt auch was sagen zur Liebesgabe. Halleluja. Ja, Halleluja. Danke, Herr, du machst uns zu Gebern. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen gab, seinen einziggeborenen Sohn gab. Er gab, auf dass die Welt nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Herr, ich danke dir. Du bist ein Geber, du möchtest dich selbst geben. Und in Jesus hast du das so gezeigt, dass du dich selber geben möchtest. Und das ist nach wie vor dein Bestreben. Du möchtest dich in uns austeilen und geben und geben und geben, bis aus unserem Innersten Ströme lebendigen Wassers fließen und quellen und strömen unaufhaltsam, wird deine Herrlichkeit weitergegeben. Und ich danke dir, dass alle materiellen Bedürfnisse, alles, was wir brauchen, in diesem Geben enthalten sind, dass wir weitergeben dürfen, weil wir im Kreislauf des Gebens sind. Danke, Herr. Und wenn du im Livestream mit dabei sein möchtest in diesem Kreislauf des Gebens und segnen möchtest und Segen empfangen möchtest, darfst du das tun. Es gibt auf der Webseite, glaube ich, der Liebe einen Button, der heißt Säen in Liebe. Dort Säen in Liebe. Säen in Liebe. Dort kannst du anklicken und die Bankverbindung alles anschauen. Und hier geben wir jetzt in dieser Freudigkeit, weil wir wissen, wir sind im Kreislauf des Säens und Erntens und du sagst, solange die Welt besteht, wird dieser Kreislauf nicht aufhören. Amen. Und dafür lobe ich dich, Herr Jesus. Ja, es gibt noch einen Eindruck für den Ernst von der Siglinde. Sie schreibt, hat den Eindruck vom Herrn für dich, du bist ein Autofachmann und hast schon viele technische Probleme gelöst. Bei mir ist das anders. Ich glaube, bei mir meint sie den Herrn. Der Herr sagt, bei mir ist das anders. Vertraue auf meine Lösungswege. Sie sind anders, als du es dir vorgestellt hast. Und du wirst staunen. Darauf wärst du nie gekommen. Spann dich ernst. Ich liebe dich so sehr, dass ich dich führen möchte, spricht der Herr. Amen. Halleluja. Er will dich auch führen. Amen. Beim Herrn wirst du nicht verführt, sondern geführt. Halleluja. Danke, Herr. Danke auch für diese Saat, die jetzt im Glauben gesät wird, Herr. Sie wird aufgehen. Ich lade dich ein. Wenn du in diesen Aufwärtskreislauf kommen willst, dann sei großzügig in den Dingen des Herrn. Spar woanders, aber spar nicht am Herrn, denn sonst sparst du dich arm. Aber beim Herrn kannst du dich reich geben. Das ist wirklich anders als in der Welt. In der Welt, da spart man sich reich, da kann man von den Reichen sparen lernen. Aber im Reich Gottes lernst du von den Reichen das Geben. Der Reichste ist unser Gott und er hat gegeben, wie wir gehört haben. Wir geben, um zu empfangen, um neu zu geben. Und es macht dich so froh. Ich hätte es nie vorstellen können, seit dieser Saat- und Ernte-Revolution, seit letztem Jahr, in meinem Leben, im Leben von meiner Frau, wir sind die freisten, glücklichsten Menschen dadurch geworden. Wir sind so nach oben katapultiert, dieser Lebensstil des Gebens. Es ist einfach nur wunderbar. Halleluja. Halleluja. Ich bereue das nicht. Es hat ein bisschen Überwindung gekostet. Schritte, die wir gehen, vielleicht vom Ernst, was du gehen wirst, kostet auch ein bisschen Überwindung. Alles Große kostet ein bisschen Überwindung. Wir möchten auch diejenigen natürlich ehren, die als von der Ferne dabei sind, oft nicht live hier sein können, die aber trotzdem das Bedürfnis haben, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. Und ich möchte ganz herzlich auch alle die ehren, die regelmäßig geben und sehen, ohne dass es vielleicht groß Menschen merken, aber der Herr merkt es und der Herr segne dich, versorge dich und lasse dich in jedem Bereich aufblühen und es dir wohlergehen. Amen. Amen. Gut, wir werden kurz speichern
und dann losschießen im neuen Jerusalem. Wir liegen fantastisch in der Zeit. Wir sind 17 Minuten früher als sonst. Super, gell?